Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Heart Gold. Ja, beim letzten Mal sind wir hier in Azalea City angekommen und wollen heute die Arena nicht betreten, okay. Sehe nämlich gerade, da steht ja jemand davor. Okay, damit habe ich nicht mehr. Dann ist das anscheinend doch vorher. Okay, na gut. Ja, aber wie ihr sehen könnt, ich habe mein Team ein bisschen gelevelt. Alle auf Level 15. Arena-Leiter hat sein stärkstes Pokémon auf Level 17. Und ich habe Taubsi rausgenommen. Für Schwalbini, denn das kann Flügelschlag. Hat ein bisschen höheren Angriff, ist sogar schneller als Taubsi. Und ich denke mal, es haut so ein bisschen mehr rein, als wenn ich mit Taubsi mit Windstoß oder so kämpfe. Und so können wir, denke ich mal, das Sichlor ein bisschen schneller rausnehmen. Müssen wir erst mit Kurt reden? Anscheinend. Oder warst du das? Nee, das ist auch nur irgendwas anderes. Ich glaube, dann müssen wir doch mit Kurt erst reden. Wer bist du denn? Oh, Sky hast du also. Bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser, wenn nicht. Okay. Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber nun... Naja... Genau diese Bande schneidet jetzt dem Fleckmann im Brunnen die Ruten ab und verdient sich damit eine goldene Nase. Aber ich gehe jetzt zu ihnen und erteile ihnen eine Lektion. Halte durch, Fleckmann! Der alte Kurt eilt euch zur Rettung! Und da schubst er uns einfach auf die Seite. Meine Güte. Okay, dann machen wir eben erst das. Bevor wir uns um den Arenaleiter kümmern. Dann ist dem halt so. Fleckmannbrunnen. Oh, du bist es, Sky. Die Wache oben hat sofort das Weide gesucht, als ich sie zusammengeschieden habe. Aber ich bin in den Brunnen gefallen und habe mir die Hüfte gebrillt. Tja, und jetzt sitze ich hier fest. Verflixt, wenn ich nur laufen könnte, würde ich diese Typen mit meinem Pokémon so klein halt verarbeiten. Aber es nützt nichts, Sky. Du wirst ihnen an meiner Stelle zeigen müssen, was ein wahrer Trainer ist. Hier gibt es ein neues Pokémon, ne? Fleckmannbrunnen ist ein neuer Ort, ja. Okay, wunderbar. Geben wir sogar noch einen weiteren Encounter. Damit... Ja, ich meine, ich wusste, dass es das hier gibt, aber ich dachte wirklich... Erst das käme nach der Arena, aber dann halt nicht. Und ich war nicht mehr im Pokémon Center, okay. Verdammt. Aber das sollte egal sein. Ja, nebenbei. Hab ein kleines Problem mit Bianca. Weil in Heart Gold Soul Silver ist ihr stärkstes Pokémon. Auf Level 19. Sprich, würde ich Level 19 als Level Cap beibehalten, was geplant ist. Kriege ich keinen. Okay, erstmal ein Encounter. Haben wir schon. Würde ich kein Garados bekommen. Ich würde kein. Also, Rabautz kann sich nicht entwickeln. Also, ich könnte schon, aber es entwickelt sich auf Level 20. Sprich, ich würde über dem eigentlichen Level Cap gehen. Hab zwar gesagt, ich kann bis zu 2 Level drüber. Aber ich will ja schon mich dann halten, größtenteils. Mit den Level Caps. Also, dass ich das nicht übersteige. Nur in absoluten Ausnahmefällen. Wenn es wirklich nicht anders ging. Was in diesem Spiel hier potenziell passieren könnte. Weil die Level Caps hier allgemein ein bisschen scheiße sind, aber naja. Von daher müsste ich mir da was anderes überlegen. Ich meine, wir haben Zubiris.
Nee, da brauche ich nicht zu wechseln. Wir haben ein Tobiris. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Pokémon dagegen. Abgesehen, dass sie Walzer hat, aber Tobiris ist relativ tanky. Also denke ich mal, wird Tobiris auf jeden Fall, sollte es halbwegs was lernen, mit dem es Schaden machen kann, zumindest. Es sollte eine Hilfe sein, sag ich mal. So, nee, Schwalbini, du wirst für die Arena aufgehoben. Ich glaube, ich gehe mal auf Schmerbe. Aha, ein Funkelstein. Habe ich vor kurzem erst einen Leuchtstein gefunden? Ich meine schon. Ja, und dann können wir jetzt... Ja, fehlt eigentlich nur noch das... Roselia, das... ja, wie hieß es? Kilia, genau. Kilia oder Togetic. Moment, ja gut, okay. Wir könnten theoretisch ja Togetic bekommen, weil aus dem Ei, was wir bekommen haben, kommt ja, glaube ich, ein Togepi raus, ne? Und prinzipiell können wir es behalten. Also, ich könnte theoretisch ein Togekiss irgendwann machen. Aber dafür brauche ich halt erst einmal, ja, überhaupt ein Togetic. Weil das Aussprüten sollte jetzt nicht so das Problem sein. Aber es zu entwickeln wird ein bisschen schwieriger. Entwickelt sich das überhaupt nochmal per Freundschaft? Ich glaube ja. Per Zuneigung und dann ein Leuchtstein, meine ich. Um es zu Togekiss zu entwickeln. Also schön, sie missen als. Mit ihrem blöden Superschall. Könnt ihr gerne beibehalten. Das, da habe ich nichts gegen, ne? Auf jeden Fall. So, und jetzt noch der Commander. Wann bekommt Zixas eigentlich keine Items mehr? Lance, genau so hieß der. Was willst du von mir? Bei Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausamen Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Okay. Hatte der nicht einen Smogon auch? Na, was war sein Pokémon? Kann sein, dass er eins hat. Natürlich stift der jetzt wieder mit Superschall. Er kommt durch. Ja, es kommt durch. Das Smogon hat Schwebe, das wäre blöd. Da kommt Smogon. Der kleine Tumor hat leider Schwebe. Sprich, hält er uns selber. Jetzt kommt er auch noch mit Rauchwolke. Bist du denn für einer hier? Zweimal Rauchwolke, ja schön. Ja. Jetzt noch Giftwolke. Er versprüht nur noch Wolken hier. Ja gut, nee, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Ich gehe mal in Schwalbini. Und hau mal einen Flügelschlag raus. Ja, war ja schon fast Schaden. Three Hit. Ach, Lance. Meinen Sie das mit grausam? Dann haben Sie recht.
Gegner als vergiften und mit Rauchwolke die Genauigkeit senken. Das ist wirklich grausam. Da muss man dir zustimmen. Hehehe. Ja, stimmt. Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist in Schrecken auf das zu warten, was wir weiter am Schilde führen. Aha. Wenn du meinst? Gute Arbeit, Sky. Die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Aber sind sie nicht mal ein Reißlaus? Meiner Hüfte geht es auch wieder besser. Lass uns gehen. Nein! Alles geil, das war wirklich eine Glanzleistung. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Rot Team Rocket zerschlagen. Aber jetzt scheinen diese Widerlinge ein Comeback auf die Beine zu stellen. Da war jetzt nichts Gutes. Aber vergessen wir das fürs erste Mal. Du gefällst mir, Sky. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Spiele anfertigen zu dürfen. Hier, mehr habe ich leider gerade nicht da, aber ich hoffe, das hilft dir weiter. Ein Turboball. Oh, wie ich sehe, hast du ein paar Pikokos mitgebracht. Na schön, dann mache ich mich mal eins verarbeiten. Ja, hier, da und grün, da habe ich am meisten von. Ja, viel Spaß. Ja, okay, dann gib mir halt seine Nummer. Weiß er denn überhaupt, wie man Telefon benutzt? Julian, geh mir nicht auf den Sack. So, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Haben jetzt schon der... Na gut, ist egal, wir gehen sowieso in die Arena. Ich wollte fragen, ob der Rivalenkampf erst kommt oder der Arena-Kampf. Aber wir gehen ja sowieso in die Arena und kümmern uns dann um den Rivalen. Wird wahrscheinlich dann ein guter Auftakt zum nächsten Part sein. Also, let's go! Arena Time! Naja, ah, das war das. Stimmt, da war ja was. So, aber hier machen wir es jetzt, denke ich mal, ganz einfach. Schwalbini! Und natürlich nehmen wir die Trainer mit. Ist doch klar. Und das war falsch. Das war sehr falsch. Ich glaube, der Mittlere ist sogar der Richtige für den Trainer. Ja, ist er auch. Sehr gut. Kann es sein, dass daneben der... Oder gibt es hier mehrere? Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen es hier gibt. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt sehr viele Raupi, Hornliu, Kokuna oder sowas sehen. Wobei, haben die nicht auch Paras sogar hier gehabt? Weil es ist immer noch kein sehr starkes Pokémon, aber... Besser als nix, ne? Naja, bis auf sein stärkstes Pokémon hat der Arena-Leiter hier halt wirklich keine guten Pokémon, muss man mal so sagen. Aber naja, immerhin hat der ein Yodo-Pokémon, ne? Als Signature. Das hatte Falk nicht. Der hatte ein Kanto-Pokémon. Und dann haben wir noch 2. Okay, eventuell ist Dingens hier ein bisschen zu stark gewesen. Ramurks. Weil, wie stark ist Ramurks eigentlich? Ich meine, es war mal ein Basis-Pokémon. Das unterschätzt man teilweise. Ich meine, Sneebel zum Beispiel. War früher jetzt kein gutes Pokémon in den Originalspielen, weil, ja, alle seine Stabs waren speziell und speziell ist das gute Sneebel jetzt nicht so stark.
Von daher war es in den, ja, bis zur vierten Gen halt leider nicht so gut. Aber man darf trotzdem nicht vergessen, dass es ein... Hat es sogar nicht 95 oder so Base? Bibor, okay. Da einfach mal ein Bibor. Aber die Biene wird leider trotzdem One-Shot sein. Da ich ja. 408 Erfahrungspunkte. Holy moly. Das ist einiges. Es gibt immer noch so viele Trainer hier. Okay. Ja, muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, wenn ich das jetzt so lasse, komme ich zum Doppelkampf. So, kommen wir zum Doppelkampf. Hätte mir vielleicht doch noch ein zweites Super mal im Steam lassen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen, gerade hier für den Doppelkampf. Allgemein für den Kampf hier. Lidiva wird wahrscheinlich nicht mal das Gefährliche von den beiden sein, ja. Aber ich hau's trotzdem erstmal weg. Und das kleine Spinnentierchen hier. Was leider auch kein gutes Pokémon ist, weil es gerade am Anfang echt keine guten Attacken kann. Also das kann wirklich nicht sehr viel. Ja, die stärkste Attacke ist eine ganze Zeit lang Blutsauger, Giftstachel und sowas. Überhaupt? Kann es überhaupt? Was kann es denn so lernen? Ja gut, es kann später Nachtnebel. Oh Moment. Ich habe ja gar keinen... Ach, ich bin doch so blöd. Ich muss auch nur den Schalter da unten drücken, dann komme ich doch zu dem Typen. Das ist das Einzige, was ich will. So. Dann haben wir nicht auch den mitgenommen, dann kann mir keiner was vorwerfen, ja? Ich habe dann jeden Trainer mitgenommen. Ein Paras, okay. Ich habe ein Zitzers. Heute ist eine Kopfnuss auf dem Schädel. Hohoho, ein Crit. Ja, auf den Pilz hau mir dir. Paras, das gleiche, das Pokémon, das den gleichen Ruf hat wie Mewtwo. Was eine Ehre. So. Ich glaube, ich muss jetzt nur den einschalten. Nee, oder? Doch. Soll ich nur bei dir den Schalter drücken und ich komme durch? Nein. Muss hier noch drücken. Dann kommen wir zum Arena-Leiter. Okay. So, Schwalbini, komm mal her. Habe ich noch irgendein Item, das ich dir geben kann? Gestein, eine Pflanze. Oh, ich gebe dir mal einen Glücksrauch. Bring mir mehr Kohle daraus, immerhin etwas. Okay, let's go. Mein Name ist Kai. Wenn es um Pokémon geht, mach mir keiner vor. Irgendwann werde ich mal ein berühmter Wissenschaftler auf dem Gebiet der Käfer-Pokémon. Lass mich dir eine Kostprobe meiner Forschungsergebnisse geben. Und lass mich mal kurz was trinken. Er leadet mit seinem stärksten Pokémon?
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sicht läuft sogar schneller. Na, das gefällt mir jetzt gar nicht, was du da machst. Hydrobeere. Ich glaube, es hat nicht so viele... Okay, er choked. Hättest du angegriffen, hättest du vielleicht sogar Schaden noch machen können. Aber wenn du 3 Runden lang gar nichts machst, dann bist du selbst an Schuld. 681 Erfahrungspunkte. Naja, selten kam selber, kann ich das Level Cap überschreiten. Das ist kein Problem. Weil ich glaube... Ja, die können, glaube ich, jetzt sogar nur Tackle. Er hat einen Softcon und einen Kukuna. Die können beide nur Tackle. Ne? Das sagt alles. Das sagt, glaube ich, alles über ihn aus. Im Original konnten sie immerhin noch Fahnenschuss und Härtner, ja. Das ist sogar Giftstachel. Das kann sogar Giftstachel, okay. Und natürlich vergiftet er mich jetzt noch. So unnecessary, unnötig. Ich weiß sonst nicht, ob mehr Begriffe. Hier setzt ein Trank ein. Komm, bitte, Crit ist weg. Hau ein Crit rein. Jawohl, es reicht sogar so, ohne Crit. Wunderbar. Das war's wohl. Ja. Wow, das war unglaublich. Du weißt wirklich gut über Promo Bescheid. Mann, oh Mann, wie es aussieht, habe ich noch sehr viel zu lernen. Na gut, jetzt erstmal weiter im Text. Hier hast du deinen Orden. Der Insektorden. Weißt du schon, welche Vorzüge? Ja, mit ihm gehorchen hier. Ja, das. So ist es, Professor Schneider. Ja. Dankeschön. Und Kehrtwende. Dankeschön. Ja, wir wissen, wie die Kehrtwende funktioniert. Ist das nicht toll? Ja, ganz toll. Gegengift einmal bitte. Ich meine zwar, ist es hier so, dass die Pokémon die vergiftet sind. Das war Platin oder sogar schon Diamantenperl, so ich weiß es nicht mehr. Weil die können nicht mehr durch Gift besiegt werden. Also nachdem sie 1 KP erreicht haben, löst sich das Gift, meine ich, auf. So, okay, wir gehen jetzt aber nochmal zum Fleckmannbrunnen und schnappen uns dort noch ein neues Mon. Ich hoffe, da gibt es mehr als Flurmel. Das wäre nämlich ganz schön, weil ein zweites Flurmel brauche ich nicht. Weg, nerv mich nicht. Geh einfach mal auf TikTok. So, und ja, nächstes Level Cap wäre 19. Das ist gar nicht mehr so weit. Das ist gar nicht mehr so weit weg. Deshalb werde ich wahrscheinlich auch keines meiner Pokémon mehr trainieren. Außer ich tue irgendwas Neues rein, aber... Ansonsten noch ein Flurmel. Als ob es hier nur Flurmel gibt. Als ob es hier nur ein Pokémon gibt. Aber anscheinend gibt es nur ein Pokémon. Warum muss es jetzt ausgerechnet Flurmel sein? Na gut, okay, ich kann hier noch surfen. Beziehungsweise komme ich ans Wasser?
Jetzt schon? Nee, ne? Na, das ist blöd. Geht noch weiter hinein. Kann sein, dass es da irgendwas dann gibt. Oder ist das hier wie im Metaflow-Tunnel in Höhen? Wo es ja auch nur Flurmel gibt. Und hier gibt es auch nur einen Pokémon. Nee, warte mal, hier ist Wasser. Wir haben doch eine Angel. Genau, die haben wir. Okay. Dann kriegen wir hier auch nicht was anderes. Almonera. Ja, okay. Ist okay. Du wirst ja wohl einen Tackle überleben, oder? Vor allem jetzt. Du wirst ja wohl den Tackle überleben. Oh, gerade so. Mehr als die Hälfte abgezogen. Und das, obwohl unser Angriff halbiert wurde. Das spricht Bände, oder? Wie defensiv es auf der physischen Seite wohl ist. Ich meine, dafür ist es eine spezielle Wall. Also speziell kriegt das Ding keiner so schnell weg. Aber physisch, ja. Da muss es nur kurz anhauchen und es fällt um. Das Ding wiegt 24 Kilo? Das ist so mini. Vic, du hast denn 24 Kilo? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein. Geh da nicht nochmal runter. Cool, dann schauen wir uns noch mal kurz das Kleine an. Gehen noch mal kurz heilen. Gucken uns das Vonera an. Und dann reicht das auch mal für heute, würde ich sagen. Wie gesagt, ich glaube, ich muss nichts mehr großartig leveln. Eventuell werde ich sogar zu Beals ins Team nehmen. Das dürfte für die nächste Arena wirklich hilfreich sein. Hat Edelmut sogar. Oh, es hat sogar minus Verteidigungswesen. Ja, und es hat 41 KP auf Level 10. Das ist ganz gut, würde ich sagen. Aber okay. Dann würde ich mal sagen, das war's mit Pokémon Heart Gold für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann in den Wald gehen. Hurra, das wird ein Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.